Hallo, liebe Schachfreunde, heute möchte ich euch das Raumkonzept beim Schach erläutern. Raumgewinn oder Raumvorteil ist eins der fünf Strategiekriterien. Die anderen vier lauten materielle Überlegenheit, Aktivität der Figuren, eine bessere Bauernstruktur und die bessere Königssicherheit. Wie gesagt, heute geht es um den Raumvorteil. Dazu habe ich eine Partie ausgesucht, die ich vor einiger Zeit gespielt und zum Glück auch gewonnen habe. Der Modus war 3 Tage Bedenkzeit pro Zug. Und was wir hier sehen, ist die Endstellung nach dem 29. Zug. Schwarz gibt hier auf, aufgrund des Druckes auf das Feld E6. Mein letzter Zug war Turm von F nach E1. Jetzt habe ich hier meine Türme auf diesen hängenden, rückständigen Bauern erhöht und Schwarz hat keine Möglichkeit mehr, diesen Bauern ein zweites Mal zu decken. Deswegen hat Schwarz aufgegeben. Unter anderem war Schwarz auch schon 5 Punkte zurück. Ich habe noch 3 Leichtfiguren. Schwarz hat nur noch eine, dafür einen Bauern mehr. Aber heute geht es eigentlich mehr um das Thema Raumgewinn. Zum einen muss man dazu natürlich erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, Raumvorteil zu haben. Und die zweite Frage, die sich dann anschließt, wie schafft man es, Raumvorteil zu erlangen? Wie kann man nun aber feststellen, welche Seite Raumvorteil hat? Hierzu ein einfacher Ansatz. Man markiert einfach die jeweils am weitesten fortgerückte Figur in jeder Linie. Ich fange also an hier für Schwarz. Das sind die jeweils am weitesten fortgerückten Figuren. Und gleiches mache ich für die weiße Seite. Ich markiere immer die am weitesten fortgerückte Figur in jeder Linie. Und im Anschluss markiere ich einfach in erster Näherung alle Felder, die dahinter liegen. Ja, ich gucke jetzt nicht genau, welche dieser Felder möglicherweise angegriffen sind oder vielleicht doch vom Gegner beherrscht sind, sondern ich wähle hier bewusst einen einfachen Ansatz und dazu sage ich, alles, was hinter der am weitesten fortgerückten Figur liegt, wird in der entsprechenden Farbe markiert. Wir wollen hier nur eine erste Näherung der Raumüberlegenheit ermitteln. Und jetzt kann man einfach die farbig markierten Felder abzählen und man wird feststellen, dass Weiß deutlich mehr Felder in Blau markiert hat, als der schwarze Spieler in Rot markiert. Das ist also ein erster Indiz, dass Weiß hier einen Raumvorteil hat. Als Konsequenz des Raumvorteils ergibt sich eine höhere Figurenaktivität. Figurenaktivität ist die Anzahl der möglichen Züge, die jede Figur hat. Züge, die absolut einzügig zum Verlust der Figur führen, werde ich jetzt mal außen vor lassen. Fangen wir also an. Der schwarze König hat 2 mögliche Felder, auf die er ziehen kann. Dieser Turm hat 3 Felder. Dieser Turm hier hat 5 mögliche Felder. Der Läufer hat gar kein Feld, weil wenn er nach vorne gehen würde, würde er sofort vom jeweiligen Bauern geschlagen werden. Deswegen markiere ich diese Züge nicht. Gleiches gilt auch für die Dame. Auch diese beiden Züge führen zum sofortigen Verlust der Dame. Dieser Bauer kann noch ein Feld nach vorne ziehen. Und das sind hoffentlich alle Züge, die na, Dame hat noch 2 Felder, die nach hinten ziehen kann. Jetzt habe ich alle Felder markiert für Schwarz. Und jetzt mache ich die gleiche Übung für Weiß, der Bauer auf A3 hat nur ein Feld, der Springer hat 5 mögliche Felder, auf die er ziehen kann, der weißfeldrige Läufer hat 4 Felder nach hinten, der schwarzfeldrige Läufer hat 2 Felder, der Turm hat jede Menge Felder, die Dame hat auch ziemlich viele Möglichkeiten, wo sie hinziehen kann und last but not least auch der König hat viele Felder, auf die er ziehen kann. Und der Turm kann noch nach hinten ziehen. Ich hoffe, jetzt habe ich alle markiert. Und jetzt könnte man einfach zählen, wie viele Pfeile hat Weiß, also mögliche Züge, und wie viele mögliche Züge hat Schwarz. Und auch hier werden wir feststellen, dass Weiß deutlich mehr Zugmöglichkeiten hat als Schwarz. Das heißt, Weiß hat eine höhere Figurenaktivität. Und wie gesagt, hier auch wiederum eine erste Näherung. Ich habe jetzt offensive Züge erstmal außen vor gelassen. Die können sinnvoll sein oder auch nicht, aber ich will das jetzt bewusst erstmal einfach gestalten. Man möchte, das ist ja hier keine mathematische Wissenschaft, sondern man will einen ersten Eindruck gewinnen, wer höhere Figurenaktivität hat und wer mehr Raumvorteil hat.
Letzte Möglichkeit, was man noch betrachten kann, ist die offensive Figurenaktivität, also Figuren, die nach vorne ziehen können. Da hat Schwarz tatsächlich nur diese zwei Züge, weil alle anderen möglichen Züge, diese beispielsweise, gehen entweder seitlich oder nach hinten. Die lassen wir außen vor bei dieser Betrachtung. Und auch hier werden wir feststellen, dass Weiß deutlich mehr offensive Zugmöglichkeiten hat als Schwarz. So, ich hoffe, ich habe wieder alle erwischt. Genau, auch hier kann man jetzt einfach die Pfeile zählen und wird dann feststellen, dass Weiß eben mehr offensive Zugmöglichkeiten hat als Schwarz. Die spannende verbleibende Frage ist nun, wie schaffe ich es, durch meine Spielweise zu Raumvorteil zu kommen? Und das wird im nächsten Teil beleuchtet. Die spannende Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie schaffe ich es durch meine Spielweise zu Raumgewinn zu kommen? Hierzu sehen wir uns einfach den Partieverlauf an. Ich werde nicht jeden einzelnen Zug kommentieren, stattdessen auf Züge hinweisen, die zu Raumgewinn führen. Es ist eine ganz normale Damengambit-Eröffnung, Damengambit abgelehnt mit C6, also die slawische Verteidigung. Alles Theorie, immer noch Theorie. Und das ist der letzte Theoriezug. Die Theorie sagt jetzt, H schlägt G, der Gegner schlägt allerdings mit dem F-Bauern, was zu einer kleinen Ungenauigkeit führt, wie wir hier an dem Balken sehen. Leichter Vorteil für Weiß, allerdings noch nicht unbedingt Raumvorteil. Die Figuren entwickeln sich weiter, die Läufer entwickeln sich und zweimal kurz rochiert. Und jetzt kommt der erste interessante Zug, der zu diesem Thema passt, nämlich C4 zieht nach C5. Zieht an dem D-Bauern vorbei und greift den Läufer an. Der Bauer hätte auch stehen bleiben können oder den Bauern auf D5 schlagen können. Allerdings hätte Schwarz dann drei Möglichkeiten gehabt, zu antworten, den Bauern wieder zu nehmen. Stattdessen wird eben vorbeigezogen und dieses Vorbeiziehen führt zu einer schönen, homogenen Bauernstruktur für Weiß und Raumgewinn auf dem Damenflügel. Schwarz ist nun gezwungen, den Läufer zurückzuziehen und sofort zementiert Weiß diesen Raumvorteil durch den Zug B4. Gut, einzügiger Blunder, ein Geschenk des Gegners. Der Springer wird natürlich einfach geschlagen, aber darauf kommt es jetzt hier in dieser Betrachtung nicht an. Auch hier wieder ein erneuter Bauernvorstoß, der zu Raumgewinn führt. Schwarz schlägt nicht, greift stattdessen mit seinem Springer die Dame an, die zieht sich zurück und nun geht der Springer an den Rand und wie wir ja alle wissen, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ein defensiver Zug von Weiß nun, um den Druck hier nicht unnötig groß werden zu lassen. Jetzt versucht Schwarz den Druck auf der F-Linie zu erhöhen. Allerdings kann ich jetzt erneut durch einen Bauernvorstoß, der E-Bauer zieht wieder an dem D-Bauern vorbei und es führt hier erneut zu Raumgewinn. Schwarz ist wieder gezwungen, einen defensiven Rückzug der Dame einzulegen und sofort durch den Zug F4 wird die Bauernstruktur hier sehr schön zementiert. Jetzt versucht Schwarz sein Heil auf dem Damenflügel, greift die Bauernstruktur hier an. Allerdings schlagen wir natürlich nicht, denn das würde ja unsere Bauernstruktur komplett zerstören. Auch stehen bleiben ist keine gute Idee, weil danach dieser Turm nicht mehr gedeckt ist. Also einfach das Heil in der Flucht nach vorne suchen, vorbeiziehen. Das ist wieder das Motiv. Bauer zieht vorbei und jetzt hat Schwarz das Problem, wenn er schlagen würde, wäre seine Bauernstruktur nicht mehr intakt, denn des Weiteren hat Weiß drei Figuren, die auf das Feld B5 schielen. Jetzt wird der Springer am Rand gefangen, denn der hat keine Felder mehr. Und jetzt kann man erneut hier am Damenflügel durch den Bauernvorstoß B5 nach B6
weiteren Raumgewinn erreichen. Wiederum, Schwarz muss einen defensiven Zug einlegen und ein erneuter Vorstoß eines Bauern, diesmal auf dem Königsflügel, zwingt die Dame in den Rückwärtsgang. Und weiterum Zementierung H2 nach H4. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier schöne Bauernketten gebildet. Mit viel Platz für Weiß. Schwarz gehen schon langsam die guten Züge aus. So, Schwarz versucht nun hier etwas zu etwas Raumgewinn, Platz zu gelangen. Hier dürfen wir natürlich nicht mit en passant schlagen, weil dann unsere Bauernstruktur ja komplett desaströs wäre. Wir bleiben also einfach so stehen und gestehen dem Gegner diesen kleinen Platzgewinn gerne zu. Jetzt beginnen wir mit unserem Angriff auf den rückständigen Bauern auf E6. Das ist ganz klar die dominierende Schwäche von Schwarz, denn dieser Bauer kann maximal nur einmal noch durch die Dame gedeckt werden. Hier haben wir einen schwarzfeldrigen Läufer, der König kommt hier kaum hin und auch die Türme haben Schwierigkeiten, diesen Bauern zu decken. Und hier nun ein weiteres Beispiel, wie man zu Raumvorteil kommen kann. Ein Vorstoß eines Turmes. Im Moment kann der Turm noch nicht logischerweise den Bauern auf E6 schlagen, da er gedeckt ist. Aber es ist ein vorbereitender Zug. Ich kann ja den Druck hier auf der E-Linie beliebig erhöhen. Ich kann meine ganzen Schwerfiguren auf die E-Linie bringen und dann im richtigen Moment hier schlagen. Das andere, worauf man achten muss bei solchen Vorstößen von Schwerfiguren, ist, dass sie nicht sofort wieder verjagt werden können. Aber das ist natürlich nicht möglich, da die Bauern diese beiden Felder abschirmen. Von dem her steht der Turm hier sehr gut und das ist ein weiteres schönes Beispiel, wie man zu Raumgewinn kommen kann. Nach dem folgenden Zug, Turm F nach E1, hat Schwarz aufgegeben, da er diesen Druck auf den E6-Bauern nicht mehr entsprechend dagegen halten kann. Er kann ihn nicht kein zweites Mal decken und damit ist diese Partie mehr oder weniger verloren. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über euer Like freuen oder abonniert auch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.